Herzlich willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ich bin nach einer sehr langen Latscherei im Sign-Up-Lager angekommen und dann suchen wir doch mal unseren Herrn Ashkan auf. Ja, ja, Sera, ja, wir sind hier sicher. Und dieser edle Mann, er soll mein Bräutigam sein? Es sieht sehr vornehm aus, nicht wahr? Ein wenig streng vielleicht, aber die Falten in seinem Gesicht zeigen, dass er gerne lächelt. Oh, Sera, ich glaube, ich werde sehr glücklich sein. Was wünscht ihr? Das ist meine neue Braut. Ich bin mit eurem Geschenk sehr zufrieden, Nerva. Obwohl sie nicht so üppige Hüften hat, wie ich es bevorzuge. Ich verspreche, sie glücklich zu machen, sie als hochgeborene Talvani zu ehren. Und wie ich sagte, werde ich euch zum Sainab Nerevarine ernennen, zum Kriegsherrn der Sainab und Protektor des Volks. Ich gebe euch außerdem das Amulett der Sainab, ein magisches Stammeserbstück, das allen Dummen zeigen wird, dass die Sainab euch zum Nerevarine ernannt haben. Dankeschön. Ich weiß nicht, wo ich... Ja, wir haben sie los. Gut, dann heißt's auf ins Ahe-Musa-Lager. Oh, wo bin ich? Ah. Könnt sogar das Haus... Ja, das war das Zelt der weisen Frau. Aber wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Nein. Hilfe! Das Ding kann... Ah. Mit der haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, weil das ist... Ah, Musa Camp ist das mit dem weißen Gibt Gua. Es etwas, das ich für euch tun kann? Ja. Okay. Wir müssen Kausi, Dutta, Dalk und Yennamu sprechen. Warum so feindselig? Ich hab dir doch vorhin geholfen. Na egal. Schauen wir mal. Warte, ich wette, die sind im... Hallo! Die sind bestimmt hier. Also Kausi auf jeden Fall. Hübsch. Was wollt ihr? Wir haben von diesen Prophezeiungen gehört, auch ein Fremdländer gehört, der Name ist Nerevin für die Bandschaft. Was sind diese Prophezeiungen wert? Wo ist dieser Held, der zur Rettung kommt? Als Schiff und so, hä? Kommt ihr, um den Namen des Nerevarine zu beanspruchen? Ich hoffe, ihr kommt, um seinen Heldentaten zu tun. Wir brauchen Taten. Namen sind ohne Bedeutung. Ihr müsst mit der weisen Frau Yennamu Mirpal sprechen. Wir sind ein armer, trauriger Stamm ohne Ashkan, geführt von einer weisen Frau. Und wir sind die Gulakans. Wir schämen uns, denn wir sind schwach und hilflos. Geht zu ihr, Fremdländer. Sagt ihr, dass ihr ein Held seid und die Almuse retten wollt. Vielleicht verdient ihr dann den Namen der Nerevarine. Okay. Vielleicht sollte ich sie einfach mal drauf ansprechen. Ich habe das Amulett des Ashamanu Ashamaratu hat mir von ihrer Vision erzählt und nun seid ihr gekommen. Ihr habt den Stamm einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr uns jedoch von einem weitaus größeren Wunsch erfüllen. Ich habe von einem Fremdländer gehört, der danach strebt, den Rest zu machen. Seid ihr dieser Fremdländer? Ihr kennt die Prophezeiung. Ich möchte, dass die Almuse mich zum Irren. Ich werde euer Beweise prüfen und ihr werdet mir eure Geschichte erzählen. Und wenn ich überzeugt bin, werde ich euch gemäß den Überlieferungen der Prophezeiung Almuse Nerevarine ernennen. Doch kann es nicht umsonst geschehen. Die Almuse brauchen einen sicheren Ort und ihr werdet diesen sicheren Ort ihr werdet ihnen diesen sicheren Ort geben. In vergangenen Zeiten konnten die Almuse in den Ruinen von Alt Deltrov Schutz finden. Doch nun hat die Priesterin Lireni in Davel die dädrischen Schreine erneuert und Anbeter von Sheogorath wohnen dort, beschützt von schrecklichen Dingen. Zuerst werdet ihr nach Alt Deltrov gehen und das für die Ahamusa sicher machen. Dann kehrt ihr zurück und ich werde euch begleiten. Und falls Alt Deltrov zu einem sicheren Ort für meine Leute geworden ist, würde ich sagen, ich ernenne euch zu Nerevarine. Dädrische ist ein Schrein des Sheogorath. Die Ruine befindet sich auf einer Insel im äußersten Norden. Och nein. Euch begleiten.
Wenn du überzeugt seid, dass es sicher ist, kehrt zu mir zurück. Dann will ich euch begleiten, zusammen werden wir das Wasser überqueren. Wenn ich das alte Heiligtum erreiche und die große Statue im inneren Schrein sehe, ist der Ort sicher. In der Kriegskunst kenne ich mich nicht aus, aber ich habe Mut. Ich setze mein Leben aufs Spiel für die Sicherheit meines Volkes. Auch wenn der darauf nicht sicher ist, werde ich auf der Reise sterben, wenn ihr, werdet ihr nicht zum Armus in der Ruine ernannt. Okay. Ah ja, wohin soll ich denn? Okay, also auf zum Lager. Oh, es ist direkt nördlich. Okay, auf geht's. Das wird ein Spaß. Und mit Spaß meine ich nicht den jetzigen Weg, sondern das gleiche nochmal zu machen mit ihr an Bord. Aber da wir ja nur geradeaus müssen, kommt sie uns wenigstens abhanden. Er tut mir nichts, ich tu ihm nichts. So. Geht's halt außen rum. Ah, nee, hier geht's. So. Ich hoffe, das ist es schon. Ja, das ist es schon. Gut. Wahnsinn. So, hier ist der Schrein. Ich höre einen Zauber. Aufhören.
sie zahlreich. Wenigstens in Ehre. Arschlöcher. Diesen Scheißzauber. So. Linker Flügel. Innerer Schrein. Wer seid ihr? Ich bin hier, um den Schrein zu plündern, oder? Schon gut, das ist für uns uninteressant. In der Tat werdet ihr uns einen Gefallen tun, wenn ihr dabei ein paar Hexer und Hexen und Hexer tötet. Erfolg, lasst uns in Frieden, wir lassen euch in Frieden. Als den Dran. Das ist ein goldener Heiliger. Ah, interessant. Ihr könnt eure Fragen stellen, aber beeilt euch! Miau, 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 miau. Was denn nun schon wieder? Sieh da, was haben wir denn hier? Habt ihr eure Einladung? Seid ihr ein Spieler des Spiels oder eine der Spielfiguren? Ein einfacher Zuschauer. Hat man euch hierher beschworen oder kommt ihr frei? Wie auch immer, ist jeder eingeladen. Vergesst aber nicht, den Gastgeber aufwarten zu machen. Lasst euch von. Ja, bitte, was? Das dringend Ecke etwas dringend geben. Mischt euch dann um die tanzenden, drängenden Massen. Ich glaube, in tanzende Gegner schwingt Axt. Mit den Spielern sagt schon. Für die Amuse einsetzen. Das ist alles so traurig. Wir haben für die armen kleinen Wilden eine Träne verkostet. Eine grausame Welt für diese kleinen hilflosen Dinge. Aber das Leben braucht seinen kleinen Trick, oder nicht? Das ist alles. Spieler. Ah, ich verstehe. Ihr schlagt vor, dass ich dem Stamm der Amuse gestatten soll, sich auf dieser Insel zu verstecken und dafür lasst ihr davon ab, mich töten zu wollen. Ihr droht mir also und dank eures wirklich beeindruckenden Rufs will ich euch nicht Lügner nennen. Also, ihr habt gewonnen. Ich stimme zu. Ich kann natürlich nicht für die Ordinatoren sprechen, aber ich verspreche, dass ihr die Amuse herbringen könnt und meine Anhänger ihnen nichts antun werden. Ich schwöre bei dem verrückten Gott. Oh, hallo. Ach so, das ist die Chefin der Kultisten. Interessant. Oh, ein Bett zum Schlafen. Nein, es ist ein Kissen. Feinde in der Nähe. Das sind doch keine Feinde. Aber das. Blödes Viech. So. Aber was ist denn das? Achso, ist eine ganz knochenlose. Okay, jetzt ist wenigstens diese Anbeter von den Shiogorod kämpfen gegen die Ordinatoren. Das war, glaube ich, die Chefin der Anbeter. Grüß Gott, Herr Shiogorod. Wo sind
denn die Leiche? Da gab es gar keine. Naja. Sucht euch jemand anderen, den ihr langweilt. Mit anderen Worten kann ich zurück ins Ahamusa-Lager. Euch begleiten. Habt ihr alle? Ja, bitte begleiten. Nun gut, nun will ich euch begleiten, nämlich zum dätischen Schrein. Ja, Großstadt im Inneren Schrein sehen werde, dann werde ich wissen, dass ihr es gesichert habt. Und ich werde, ja gut. Ja, bitte. So. Aha. Ach, warum denn? So lang war das ja nicht. Hey, wartet auf mich! Oh, ja. Na, wir haben ein klitzekleines Problemchen. Wir haben da einen ungebetenen Gast. Hasta la vista. So. What the fuck? Kann ich das auch kriegen? Kann es ja wurscht sein, du latschst schon oben drüber. So. Ein Vorteil ist, es ist sie schneller als ich und deshalb muss ich jetzt keine Sorgen machen, dass sie versteckt bleibt. Oder es hinten bleibt halt. Zurückgelassen wird, so. Genau. Das sind wir ja schon. Dies wird euer Ende sein, Swit. So, hoffen wir mal, der ist sicher. Hätten sie auch hier hinbringen können. Und dann sagen sie, sollen sie solchen stehen bleiben. Aber wahrscheinlich wird sie das nicht tun. Hey, wieso komme ich jetzt nicht hoch? Oh nein, sie kann das nicht. Und dann ist da noch ein Viech. Mir halt andersrum. Das sieht doch auch was aus. Ja! Habt ihr das gesehen?
Kampfgeräusche höre ich schon mal. Keine. Aber auch nichts zu tun. Ich danke euch. Halt. Ich sagte, dass ich euch begleiten würde, Nerva, um zu sehen, ob ihr Altera für die Ahamusa sicher gemacht habt. Ihr habt meine Bedingungen erfüllt. Ich danke euch, Nerva. Die Ahamusa werden gerettet werden. Ich ernenne euch zum Nerevarine der Ahamusa, falls ihr es wünscht. Ihr habt diesen Ort für die Ahamusa gesichert, deshalb ernenne ich euch zum Ahamusa Nerevarine. Kriegsherr der Ahamusa und Protektor des Volkes. Ich gebe euch außerdem den Stein des Wahnsinns der Ahamusa, dass allen Dunmir ein Zeichen sein sollen, dass ihr der Nerevarine seid und dass die Ahamusa euch folgen werden. Wenn es sein muss, bis zum Tod. Ich kann nicht lange bleiben. Ich muss bald zum Ahamusa-Lager zurückkehren und Vorbereitungen treffen, um hier zu überzusiedeln. Gut. Dankeschön. Oh je. Somit haben wir die nächste Prophezeiung erfüllt, die fünfte. Fünf, Alter. Ihr seid von den vier Stämmen Warnfeld zum Nerevarine ernannt worden. Ihr habt diesen Teil der Prophezeiung erfüllt. Ushilaku, Ahamusa, Seinab und Erabin Msun, alle haben euch zum Nerevarine ernannt. Ihr habt die fünfte Prüfung bestanden, die sieben Visionen stellen. Ah, mehr sagt sie nicht, hätten wir uns schon sparen können. Denn jetzt geht es erstmal auf nach Liebeck. Wir haben schließlich den Brief des Erzkanonikers erhalten. Oh, die Schlammkrabbe lebt wieder. Diesmal verschone ich dich. So. Und wie jedes Mal ziehe ich erstmal meine... Achso, das ist ein Hemd. Ich dachte schon, wäre ein Helm. Ja, stimmt. Das Hemd. Oh. Schuhe kann ich wegschmeißen. So, aber jetzt ist mal die Stiefel. So, also nach Süden. Durch den Telvani-Bezirk. Schnell zum Arena-Bezirk, dessen Hilfe wir zu Heiligen Holmes kommen. Und die nächste Station ist schon der Tempel. Ich passe aber jetzt auf, weil es könnte sein, dass die Ordinatoren nicht gerade gut zu sprechen sind. Scheint nicht. Habe ich noch mal Glück gehabt. Ah, Danza Indulis. Schnell, wolltet ihr nicht den Erzkanoniker treffen? Der Erzkanoniker befindet sich in seinen Privatgemächern und möchte sehr gerne mit euch sprechen. Aber ich warne euch, vermeidet Konfrontation mit den Ordinatoren um jeden Preis. Der Erzkanoniker hat mit den Ordinatoren des Hohen Rats gesprochen, aber wenn ihr ein gesuchter Verbrecher seid, werden sie vielleicht versuchen, euch gefangen zu nehmen. Sollte das Blut des teuren Dieners treuen Diener des Tempels vergossen werden, wird eine Versöhnung umso schwieriger werden. Der Erzkanoniker wartet für euch in allein schon. Der Gemächer befinden sich im Hohen Tempel im südlichen Teil der Ostkapelle. Der Eingang der Ost- und Westkapelle werden allerdings von Ordinatoren bewacht. Es gibt einen privaten Hintereingang zu Sayons Privatgemächer. Vielleicht könnt ihr euch
auch auf einem oder anderen Weg an den Unterton vorbeischleichen. Eine Tür auf der Ostseite des Kanals führt durch einen kleinen Raum in Zions Privatgemach. Aber die Tür wird stets verschlossen gehalten. Die Schlüssel bewahren alle die verwahren die Ordinatoren. Ja, alles ist gut geschult. Rätselkanal, Ebene. Oh. Ist das die Kapelle? Also die haben die Gerechtigkeit. Also hier ist schon mal der unterirdische Kanal. Oh nein. Da kann ich einfach rein. Und wie sieht's hier aus? Raum begrüßt euch eine Gestalt mit einer goldenen Maske. Es gibt viele Räume im Haus des Meisters. Seid unbesorgt, denn ich habe euch von euren Feinden erlöst. Es schien, als wärt ihr gestorben und könntet euch selber auf einem von Kerzen erleuchteten Tisch liegen sehen. Aber als ihr die Gestalt mit euren Händen berührt, begann sie zu atmen und erhob sich vom Tisch. Dann verschwand der Raum und ihr wurdet vom grellen Licht geblendet. Dann seid ihr erwacht. Okay. Ich merke gerade, die Folge neigt sich dem Ende zu. Wir mal, dass es hier lang geht. So. Ja, eigentlich ein guter Punkt aufzuhören. Ich schau mal im Internet, wie wir am einfachsten ins Ziel kommen. Und ja, bis zum nächsten Mal.